Hallo, wie versprochen, 21 Uhr. Kurz 3 Minuten bin ich zu spät. Ja, zeige ich euch heute ganz live die Schöne und das Biest Kollektion. Ja, ich habe gestern meine Karslampe genossen, muss ich euch nochmal zeigen. Die ist ja richtig schön. Und wenn das Wachs oben flüssig ist, kann man, also jetzt ist es fest, ich habe gerade die Lampe eingeschalten, aber wenn es flüssig ist, kann man nämlich sich die Schale genau anschauen und das Muster von Radiator Springs sehen. Genau, der Duft riecht übrigens total lecker. Also ist sehr zu empfehlen. So dieses Grapefruit, Zitrone, Kirsche, das riecht alles sehr, sehr lieblich, sehr angenehm. Hat das gestern gerochen. Ich habe das fürs Wohnzimmer benutzt, 2 Würfel und das hat vollkommen ausgereicht. Ja, heute geht es aber um die Schöne und das Biest und ich werde das erstes Mal an dem Duft The Last Petal mit euch riechen. Das riecht sehr fruchtig. Erinnert mich ein bisschen an Give Me Passion Flower von den Bring Back My Bars. Also es geht auch so in die fruchtige Richtung, so in die tropisch fruchtige Richtung, finde ich. Ich glaube, in der Duftbeschreibung war aber was Blumiges drinnen. Ich rieche tatsächlich Frucht. Sehr fruchtig. Also wer fruchtige Düfte mag, der wird den echt mögen. Ich werde mir auch diesen Duft in den Club packen. Das sind, also falls ihr die Scentsy Sachen noch nicht kennt, das ist ein Bar. Das sind immer 8 Wachswürfel drinnen und das ist eine Paraffin-Wachsmischung. Das heißt, es braucht nur wenig Temperatur, damit sich das Wachs dann in der Schale oben verflüssigt und da sind eben ätherische Öle und Duftöle natürlichen Ursprungs drinnen, die sich dann im Raum verbreiten und dann riecht es hier einfach ganz wunderbar und das Wachs ist einfach der Träger für das ätherische Öl. Genau. Scentsy legt da sehr viel Wert auf Natürlichkeit und ich werde gleich mit euch den Tassilo auspacken und euch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich werde gleich auf den Wandstecker und ich werde auch auf den Unterteil mit dem Tisch eingehen. Das Besondere ist nämlich, bei diesen Lampen ist das nicht zum Schrauben wie bei den Glasschirmen, weil die Glasschirme schraubt man dann einfach auf den Wandstecker drauf. Wenn das jetzt Keramiklampen sind, genauso wie der Tassilo, dann gibt es da einen Gummiring. Da ist ein dickerer Ring dabei und ein dünnerer Ring. Also den dünnen braucht man nicht wirklich. Ich nehme mal das alte einfach raus. Also das seht ihr, das ist einfach nur drauf gesteckt. So schaut das dann aus. Da ist der Gummiring oben, der dicke. Den stülpe ich da einfach drüber. Und dann stecken wir mal den Tassilo drauf. Dann muss ich nämlich diesen Wandstecker nicht auspacken. Also prinzipiell ist es immer so, wenn ihr eine Minilampe kauft, wird extra der Schirm und extra der Wandstecker oder eben der Unterteil für den Tisch geliefert. So. Da ist er. Ich finde ja die Verpackung schon total niedlich. Voll, voll schön. Das da mal runter, dass wir da mehr Platz haben. Und das ist er. Ist der nicht süß? Da oben ist die Belle drinnen. Auch dieses Detail, dass das so rausgebrochen ist, finde ich total super gemacht. Also auch den Henkel. Richtig süß. Den Tassilo kann man übrigens sogar noch kaufen.
Die Madame Poutine ist leider schon ausverkauft, aber die werde ich euch trotzdem nachher im Anschluss zeigen. Dieses Kombipaket war sehr flott ausverkauft. Also hier hinten hat man auch diese Löcher, damit das Licht durchscheinen kann. Da haben wir nämlich beim Wandstecker eine 15 Watt Glühbirne, da, also die ist dabei. Die schraubt man dann einfach in den Wandstecker. Und hier hinten sind dann die Löcher, dass dann das Licht an die Wand einen wirklich schönen, wie soll ich sagen, so einen Schimmer, so einen richtig schönen Schein dann werfen kann. Auch hier unten diese Details. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Also ich bin schon gespannt, wie das dann ausschauen wird mit dem Licht. Das wird, wie gesagt, sehr hübsch ausschauen. Hier kann man einen Wachswürfel reingeben. Dann einfach rausbrechen aus der Packung. Und dann kann man den oben reingeben. Und durch die Glühbirne erwärmt sich dann das Wachs oben in der Schale. Wie gesagt, dadurch, dass es Paraffinwachs ist, erwärmt sich das sehr flott. Und dann fängt es schon an zu duften. Genau, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ich habe hier eben den Wandstecker. Hier habe ich schon den Gummiring oben. Hier habt ihr zwei Schlitze. Und hier auch. Das heißt, ich stecke das jetzt einfach so drauf. Und dann, zack, drehe ich das. Und das ist fest. Hier habe ich den Ein- und Ausschalter. Und schon kann ich das dann in die Steckdose geben. Schaut das nicht niedlich aus, bitte? Und da wackelt auch gar nichts. Und wenn man jetzt da zum Beispiel, das ist jetzt eine horizontale Steckrichtung, falls man zu Hause sagt, ah, ich habe jetzt aber vertikale Stecker in der Steckdose, kein Problem, dann kann man den Stecker einfach drehen. Der kleine Tassilo. Ja, mit dem Wandstecker kostet der Tassilo 35 Euro. Hier gibt es auch eine lebenslange Garantie auf die Elektronik und die kleinen Glühbirnen kann man auch im Shop nachkaufen. Die kostet 2,75 Euro. Am besten, wenn man sich den Tassilo bestellt oder generell so eine Mini-Steckdose oder eine Lampe, dann sage ich, ja, nehmt euch einfach eine Ersatzglühbirne mit auf Vorrat. Falls die mal durchbrennt, hat man gleich eine zu Hause. Genau. Ich zeige euch das jetzt da. Also die kostet 35 Euro mit dem Wandstecker. Und ich wollte euch nämlich auch gleich heute die Version mit dem Unterteil für den Tisch vorstellen. Das ist meine Queen Pineapple. Auch eine Keramiklampe. So, also bei den Keramiklampen hat man wie gesagt immer die Schlitze. Und auch hier habe ich diesen dicken Gummiring. Auch hier ist wieder die 15 Watt Glühbirne. Das ist jetzt Unterteil für den Tisch. Und hier hinten ist dann der Ein- und Ausschalter. So, ich schaue wieder. Da habe ich die zwei Knubbel. Ich nenne es jetzt mal Knubbel. Schaue ich, wo habe ich die Schlitze und dann stecke ich das drauf, drehe das einmal. Und et voilà, fertig ist es. So, dann. Aber das wackelt, also das ist jetzt ein bisschen locker. Das heißt, hier könnte ich jetzt theoretisch den zweiten Gummiring raufgeben, der was dabei ist. Da ist noch ein dünnerer Gummiring. Hier wäre mir das jetzt eigentlich ein bisschen zu locker. Da würde ich jetzt den zweiten Gummiring verwenden, damit das eben nicht so wackelt. Ist ein bisschen locker, genau. Da würde jetzt zum Beispiel dann, wie gesagt, der zweite Ring zum Einsatz kommen. Genau. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt, was euch sympathischer wäre. Unterteil für den Tisch zum Hinstellen oder die Version mit dem Wandstecker, wo ich vorne eben den Ein- und Ausschalter habe fürs Licht. Hier habe ich es eben hin. Und diese Variante kostet 50 Euro. Also der Unterteil für den Tisch ist ein bisschen teurer. Genau. Auch hier, wie gesagt, lebenslange Garantie auf die Elektronik. Auch hier habe ich eine 15 Watt Glühbirne drinnen. Ja, der kleine Süße.
Ich finde das Detail schön, dass die Belle da in der Schale drinnen ist. Wandstecker, sagst du, okay. Ja, ich kann, ja. Also das mit der Belle, das ist ein wirklich schönes Detail und ich bin echt ein Freund von Details. Ich stecke euch das mal an. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Der leuchtet richtig strahlend. Sind beide toll. Also ich bin normalerweise auch ein Fan von den Wandsteckern, aber ich muss sagen, mit dem Tassilo bin ich eher für Unterteil für den Tisch. Einfach aus dem Grund, dass ich das einfach quasi neben seiner Mama hinstellen könnte. Dass die nebeneinander stehen und nebeneinander leuchten. Das wäre so meine Vision, wie ich das nutzen, wie ich das nutzen werde, sagen wir so. Genau. Es leuchtet jetzt wirklich strahlend hell. Der Tassilo erleuchtet uns. Hier hinten die Löcher. Es strahlt jetzt wirklich, gell? Man sieht es gar nicht mehr so gut. Aber es ist wirklich, wirklich wunder, wunderschön. Ah, schaut's her. Die Kamera mag da nicht so richtig das Fokussieren. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Wirklich sehr süß. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr da gleich mitgeschrieben habt. Ich lasse ihn gleich einmal stehen und leuchten. Jetzt packt mal die Mama aus. Die Madame Petit. Wie gesagt, die gibt es leider gar nicht mehr. Aber ja. Zumindest den kleinen Tassilo gibt es noch. Und die kann man jetzt zum Beispiel auch, sage ich immer, gut ins Kinderzimmer stellen, wenn man jetzt sagt, okay, für mich ist das jetzt zu kitschig als Erwachsener. Ist eher was vielleicht für mein Kind, kann man das auch für die Steckdose einfach ins Kinderzimmer stellen und da einen Wachswürfel reingeben. Diese Düfte sind ja immer sehr süßlich gewählt, dass sie einfach die Kinder ansprechen und mein Sohn, der liebt die Düfte total. So, was haben wir da? Tale as old as time. Also die Verpackungen sind auch immer sehr, sehr hübsch gemacht. Sehr, sehr ansprechend. Sehr hübsch. Dann schauen wir mal bei der Madame rein. Da haben wir den Deckel. Das ist auch wirklich immer alles sehr, sehr gut verpackt. Mir ist es noch nie passiert, dass was kaputt angekommen wäre. Dann packen wir die Madame aus. Da haben wir das Biest in der Schale oben. Voll schön verarbeitet alles. Richtig schön massiv, schön Keramik, handbemalt. Auch hier unten, wie beim Tassilo, die gleiche Verarbeitung, das gleiche Muster. Und auch hier ein bisschen was rausgebrochen, wobei ich glaube, das ist eher die Öffnung dann für den Lichtschalter. Klimper, klimper. Genau. Also ich finde das wirklich mit den Zeichnungen hier oben in den Schalen sehr, sehr hübsch. Ja, dann kommt da jetzt mal die Glühbirne rein.
Das ist eher eine besondere Variante von Scentsy, dass da jetzt zum Beispiel so eine Base dabei ist und dass man die, den Schirm einfach drüber stellt. So, dann ja. Gut. Das schaut richtig aus wie eine Krone, finde ich. Hoppla. Der Ventilator bläst hier alles davon. Das schaut hier echt aus, das zum Halten, also das kommt dann darauf, damit es wirklich ausschaut wie die Teekanne. Und hier hat man dann eben so große Öffnungen, damit der Duft schön entweichen kann. Also hier oben kommen dann, da passen wahrscheinlich 3 bis 4 Wachswürfel rein. Und da hast dann eben die Löcher, damit der Duft schön raus kann. Sogar innen ist das schön bemalt, schön verarbeitet. Alles sehr, sehr hübsch. Ich habe richtig Angst, irgendwas fallen zu lassen. Ja, sehr schön verarbeitet, sehr schön bemalt. Ja, genau, lasst ein paar Herzen da für die Madame Potin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir reinschreibt, welche euch besser gefällt. Madame Potin oder Tassilo. Natürlich steckt man die Madame auch gleich an. Damit die genauso hell erstrahlen kann wie der Tassilo. So. Ich mache da mal das Licht aus, vielleicht sieht man es dann besser. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Wie hell sie strahlt. Schwere Entscheidung, gehören beide zusammen. Ja, das finde ich auch. Und deswegen war ich echt happy, dass es die beiden im Kombi-Angebot gegeben hat. Und da hat sich Scentsy was echt Tolles einfallen lassen, weil wenn man die beiden zusammengenommen hat, hat man nämlich den Duft gratis dazu bekommen. Das fand ich schon super, weil dann hat man sich auch 9,25 € gespart. Und ich finde eben auch, mit dem Unterteil für den Tisch können sie nebeneinander stehen. Ja. Ah, jetzt sieht man es gut. Kamera macht, was sie will. Ja, genau. Ja, ich möchte euch gar nicht so viel Werbung machen für die Madame Potin oder eben für das Kombipaket mit dem Duft zusammen. Es gibt es leider nicht mehr und deswegen, ja. Hat es gegeben, wird es vielleicht irgendwann wieder geben, man weiß es nicht. Also es hat schon öfter bei Scentsy gegeben, dass dann irgendwann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder irgendwann wieder einfach die Lampen aus dem Tresor geholt werden oder wurden und sie dann wieder gekommen sind. Den Duft gibt es auf jeden Fall noch. Den Tassilo gibt es noch eben mit Unterteil für den Tisch oder mit Wandstecker. Falls euch das interessiert oder falls ihr überhaupt zu den Duftlampen Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. In diesem Sinne,
Ich rieche noch einmal zum Abschluss mit euch an dem Duft, weil ich finde den so lecker. Ich finde den richtig tropisch fruchtig. Perfekt für den Sommer, finde ich. Tropisch fruchtig. Richtig gut. Sommerlich. Richtig sommerlich schön fruchtig. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend.